Mein Name ist Nick Guterson. Ich unterrichte an der MSUG Posaune und Alphorn. Das hier ist Kinderposaune. Die kann man etwa ab der zweiten Klasse anfangen lernen, weil sie noch ein bisschen kleiner ist. Im Unterschied dazu ist die Grossposaune, die fängt man dann etwa in der fünften Klasse an, wenn man genug stark ist, um sie zu heben. Posaunen sind Blechblasinstrumente. Wir machen den Ton also mit den Lippen. Die Lippen schwingen und mit dem Mundstück gibt es einen Ton. Den Ton verändern kann man mit der Posaune mit dem Zug, wo man hin und her fährt. Das tönt so. Posaune ist ein sehr vielseitiges Instrument. Es hat sehr einen warmen Ton und trotzdem ist es ein sehr seltenes Instrument. Mit der Posaune kann man in ganz vielen Stilrichtungen sich bewegen. Man kann in einem Sinfonieorchester spielen, klassische Musik. Man kann in einer Jazzband spielen. Man kann aber auch in Rockbands oder Funkbands mitspielen. Dort oft im Satz mit Trompeten und Saxophon. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, das wunderschöne Instrument auszuprobieren, dann könnt ihr euch gerade anmelden. Ich freue mich auf euch. Tschüss!